So, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich erneut über Ihr zahlreiches Erscheinen und nach den Wellen, die uns das Finanzamt verursacht, nun wieder zurück zu den Gravitationswellen. Heute möchte ich Ihnen die modernen Messinstrumente vorstellen, mit denen es tatsächlich möglich ist, Gravitationswellen zu detektieren. Im engeren Sinne ist das das LIGO-Observatorium, das in den Vereinigten Staaten betrieben wird. LIGO steht für Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, aber weil LIGO blöd klingt, nennen die das also LIGO. Die bisher beobachteten Ereignisse möchte ich Ihnen dann vorstellen und insbesondere vertiefen ein besonders interessantes Ereignis, bei dem es sich um die Kollision zweier Neutronensterne handelt. Und schließlich richten wir unseren Blick in die Zukunft. Was wird in absehbarer Zeit noch zu erwarten sein von diesem neuen Fenster ins Universum? Kurz zur Erinnerung und für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, im Rahmen der Relativitätstheorie stellt man sich zunächst eine vierdimensionale Raumzeit vor. Man fasst also Zeit und Raum zusammen zur vierdimensionalen Raumzeit. Und im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie erklärt man dann die oder deutet die Schwerkraft um, versteht die Schwerkraft als Raumkrümmung. Materie teilt dem Raum mit, wie er sich krümmen muss, und der gekrümmte Raum bestimmt dann die Umlaufbahn der Planeten um die Sonne beispielsweise. Man kann sich das mit diesem Gummimatten-Experiment, mit diesem Trampolin-Experiment veranschaulichen. Hier liegt in einer elastischen Matte eine schwere Masse und Testkörper laufen dann um diese Zentralmasse, so ähnlich wie Planeten um die Sonne. Und wir hatten auch gesehen, der Rechner macht eine kleine Denkpause, dass so eine elastische Matte auch Wellen transportieren kann. Und das gilt tatsächlich auch für die Raumzeit. Die Raumzeit kann Wellen transportieren, unsere Gravitationswellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Effektive Quellen solcher Gravitationswellen sind Binärsysteme kompakter Massen, beispielsweise zwei schwarze Löcher, die einander umkreisen, oder zwei Neutronensterne, die einander umkreisen. Und nun nicht erschrecken, ich komme nur mal ganz kurz zurück auf die Frage von Jürgen Reichert. Er hatte gefragt, müssen sich denn Gravitationswellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten? Und wir sind dann unglücklicherweise gleich hineingestolpert, ob jetzt die Austauschteilchen massefrei sind oder nicht. Man kann das aber auch ganz direkt sehen, wenn man sich die Herleitung von Gravitationswellen anschaut. Das hier oben ist unsere vierdimensionale Raumzeit, die wir aus Zeit- und Ortskoordinaten zusammensetzen. Und da steht, damit dieser neue Beitrag auch die Dimension einer Länge gewinnt, die Lichtgeschwindigkeit davor. Und wenn man dann rechnet, Gravitationswellen sind eine kleine Störung auf der flachen Raumzeit. Also das hier ist die ungestörte Raumzeit irgendwo draußen im leeren Weltall und das hier soll unsere Gravitationswelle werden. Man kann dann, wenn die Felder ganz schwach sind, die Feldgleichungen, Sie erinnern sich an diese Gleichung, auf der einen Seite stand die Materie, die auf den Raum einwirkt und auf der anderen Seite steht die resultierende Raumkrümmung. Man kann diese Feldgleichungen dann vereinfachen, linearisieren und endet mit einem mathematischen Ausdruck, dem sogenannten Wellenoperator. Wenn das der Physiker sieht, dann weiß er gleich, ups, das Objekt hier hinten verhält sich wie eine Welle und hier vorne kann man die Geschwindigkeit ablesen. Es ist also wirklich dieses C, das wir für die Lichtgeschwindigkeit eingeführt hatten, um sicherzustellen, dass alle Beobachter, egal wie sie sich bewegen, in der Messung des Wertes der Lichtgeschwindigkeit übereinstimmen, dass da nach einiger Rechnerei hier unten in der Wellengleichung auftritt. Also Gravitationswellen müssen sich wirklich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen. Wir hatten auch gesehen, dass es sich um winzige Effekte handelt. Qualitativ ist der Effekt einer Gravitationswelle der, dass ein Ring aus Testmassen, die irgendwo im freien Weltall schweben, verzerrt wird durch den Durchtritt einer Gravitationswelle. Gravitationswellen sind transversale Scherwellen. Die Wirkung ist also senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Hier tritt die
Gravitationswelle, also senkrecht zur Projektionsrichtung hindurch und zerrt und staucht dann diesen Ring abwechselnd in unterschiedliche Richtungen. Aber der Effekt ist hier stark übertrieben. Wir hatten abgeschätzt das letzte Mal, dass von vernünftigen astronomischen Quellen, die man sich vorstellen kann, diese relative Änderung der Ringabmessungen eher im Bereich von 10 hoch minus 21 liegt. 10 hoch minus 21, wie gesagt, ist 1 durch 10 hoch 21, 1 durch eine 1 mit 21 Nullen hintendran. Wenn ihr Testring aus Teilchen 1 Meter Durchmesser misst, dann ändert der sich gerade um 10 hoch minus 21 Meter. Das ist unvorstellbar wenig, und um ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, wie wenig das tatsächlich ist, habe ich einen kleinen Laserentfernungsmesser mitgebracht, den es heutzutage billig zu kaufen gibt. Damit kann man Entfernungen messen über die Lichtlaufzeit, und die besseren Modelle, die messen so 1 Millimeter genau auf 250 Meter. Das ist dann eine Messung, die hat eine Genauigkeit im Bereich von 10 hoch minus 6, also 1 Millimeter durch 250.000 Millimeter ist dann, naja, so ein paar mal 10 hoch minus 6. Das gleiche Messprinzip über die Lichtlaufzeit lässt sich auch anwenden bei der Messung der Entfernung des Mondes. Die Apollo-Astronauten haben auf der Mondoberfläche Laserreflektoren hinterlassen, und wenn man einen etwas besseren Laser hat als ich hier, dann kann man auch die an diesen Laserreflektoren zurückgeworfenen Photonen erfassen und aus der Lichtlaufzeit die Entfernung ermitteln. Das geht etwa mit einer Genauigkeit von 1 Zentimeter über die Mondentfernung. Dann sind wir immerhin schon bei einer Genauigkeit im 10 hoch minus 11 Bereich. Fehlen uns aber immer noch 10 Größenordnungen. Wenn wir so genau messen wollen, wie das nötig ist für den Nachweis von Gravitationswellen, dann müssten wir beispielsweise auf eine Distanz von 4 Kilometer, das entspricht etwa der Größe der gegenwärtigen Anlagen, eine Längenänderung feststellen können, die 1/250 der Größe eines Protons entspricht. Ein Proton zusammen mit dem Neutron ist ein Kernbaustein, und der einfachste Atomkern von Wasserstoff ist nichts weiter als ein nacktes Proton, also 1/250 der Größe eines Wasserstoffatomkernes. Das ist sehr, sehr wenig, und wir brauchen eine geeignete Messmethode dafür, die nicht einfach auf der Messung von absoluten Entfernungen beruht, sondern es ist viel geschickter zu messen, wie die eine Richtung von diesem Testring ein bisschen kürzer wird und die andere ein bisschen gelenkt wird, und die Messung als relative Messung durchzuführen, die die Längen in diesen beiden Richtungen von frei schwebenden Testmassen vergleicht. Und lustigerweise führt uns das geeignete Messverfahren noch einmal ganz an den Anfang der Geschichte zurück. Sie erinnern sich, der Antrieb, die Relativitätstheorie zu ermitteln, war der experimentelle Befund, dass der Ätherwind nicht messbar ist. Dass also nicht unterschiedlich bewegte Beobachter unterschiedliche Werte für die Lichtgeschwindigkeit messen. Egal wie man sich bewegt, man misst immer den gleichen Wert für die Lichtgeschwindigkeit. Und dieser Nullbefund wurde von dem US-amerikanischen Physiker Michelson erarbeitet, und er hat sich eine clevere Messanordnung dafür ausgedacht, nämlich das heute nach ihm benannte Michelson-Interferometer. Im Wesentlichen brauchen wir eine Lichtquelle, einen Strahlteiler und zwei Spiegel. Die Strahlung von der Lichtquelle wird aufgeteilt, ein Teil wird reflektiert und läuft über diesen Arm des Interferometers zum Detektor, und der andere Teil des Lichtes tritt durch und läuft dann auf diesem Weg zum Detektor. Licht ist eine Welle, und wie für Wasserwellen gilt, wir können konstruktive oder destruktive Interferenz erzielen, wenn sich zwei Teilsignale so überlagern, dass Wellenberg auf Wellenberg trifft, dann wird die Welle verstärkt. Wenn Wellenberg auf Wellental trifft, findet Auslöschung statt.
Das heißt, wir können je nachdem, wie das Interferometer eingestellt ist oder wie die Lichtlaufzeiten in den beiden Armen sich unterscheiden, hier hinten am Detektor Helligkeit oder Dunkelheit beobachten. Und wir haben den Vorteil, dass die Lichtwelle eine sehr geringe Wellenlänge besitzt, so im Bereich von 0,5 Mikrometern. Die Dicke eines menschlichen Haares beträgt etwa 50 Mikrometer, also ein Hundertstel der Dicke eines menschlichen Haares. Da sind wir also schon in einer sehr günstigen Position, wenn wir kleine Effekte messbar machen wollen. Und das Interferometer führt nichts anderes durch als einen Vergleich dieser beiden Lichtlaufzeiten. Michelson hat es dazu verwendet, um festzustellen, dass die Lichtgeschwindigkeit in beiden Armen gleich groß ist. Seine optischen Komponenten waren einfach auf einer riesigen Granitplatte festgeschraubt. Für einen Gravitationswellendetektor benutzen wir die gleiche Anordnung, aber wir müssen erlauben, dass diese Massen hier der Anregung der Gravitationswellen folgen dürfen. Und dazu ist es nötig, diese Massen an einem Pendel aufzuhängen. Dann haben wir in horizontaler Richtung fast eine freie Bewegung. Wäre natürlich noch schöner, das Ganze im Weltall zu machen, hat man auch geplant, aber im Moment machen wir das noch auf der Erde und da funktioniert es dann mit so einem Pendel. Okay, das ist also unser experimenteller Aufbau und alles, was man jetzt noch tun muss, um diese 10 Größenordnungen zu gewinnen, es sind auch etwa 10 Größenordnungen, die man gewinnt im Vergleich zu Michelsons Originalinterferometer, ist das Ding groß zu bauen und alle möglichen Tricks anzuwenden, um Rauschquellen zu minimieren und die Signale geeignet zu verstärken. Und das führt uns dann zu LIGO. Der erste Trick, den wir machen, den hat Weber mit seinen Zylinderdetektoren auch schon angewendet, ist lokale Störereignisse dadurch auszuschließen, dass wir nicht nur eine Anlage betreiben, sondern zwei Anlagen in einiger Entfernung. LIGO betreibt also zwei Laserinterferometer. Das eine befindet sich in Livingston in Louisiana, das andere in Hanford, Washington, also im Bundesstaat Washington, in 3000 Kilometer Entfernung. In Lichtgeschwindigkeit übersetzt bedeutet das Zeitverschiebungen zwischen den detektierten, fast koinzidenten Ereignissen bis zu einer Hundertstel Sekunde. Dann wollen wir nicht, dass irgendwelche Luftströmungen an diese aufgehängten Testmassen rühren. Deshalb müssen wir das Ganze im Hochvakuum betreiben. Die LIGO-Interferometer sind die größten Hochvakuumanlagen, die es zurzeit in der Welt gibt. Wie gesagt, es handelt sich um ein Michelson-Interferometer mit stolzen 4 Kilometer Armlänge. Tatsächlich hätten wir aber lieber, um die geforderte Empfindlichkeit zu erreichen, so etwas wie 1000 Kilometer Armlänge. Das ist aber nicht darstellbar bautechnisch, deshalb wird zu einem Trick gegriffen. Wir stellen zwischen dem Spiegel, der am Ende des Armes unseres Interferometers steht, und dem Strahlteiler noch einen zusätzlichen Spiegel auf, der dafür sorgt, dass ein Photon, ein Lichtquant, das zurück möchte zum Strahlteiler, in aller Regel, der Spiegel hat ein Reflexionsvermögen von 97%, dieses Licht nochmal zu einem Durchgang durch den Arm gezwungen wird. Und diese optischen Resonatoren bauen wir jetzt in beide Arme des Interferometers ein und erreichen so etwa 280 Umkreisungen oder eine Armlänge von gut 1000 Kilometer. Ist natürlich nur ein Durchschnittswert. Das eine Lichtteilchen wird länger im Arm verbleiben, das andere hat Glück und kommt früher frei. Aber es ist eine bedeutende Erhöhung der Empfindlichkeit, die wir so erreichen können. Okay, dann wird das Licht, das wir verwenden in unserem Interferometer, selbst auch eine Störquelle sein. Auch das Licht stößt diese Testmassen an und weil Licht auch einen Teilchencharakter hat, weil das einzelne Photonen sind, entsteht ein erratisches Zittern unserer Testmasse. Deshalb muss die Testmasse ausreichend schwer sein. LIGO hatte im Originaldesign, ich glaube, es waren 10 Kilogramm Quarzmassen. Jetzt ist man übergegangen im Advanced LIGO, mit dem ja dann auch der
Nachweis von Gravitationswellen erstmal gelang, auf 40 Kilogramm Testmassen aus Saphir. Saphir nicht, weil es so schick klingt, sondern weil es optisch sehr gut zu bearbeiten ist und mechanische und thermische Eigenschaften hat, die günstig sind. Aktuell ist diese Testmasse an Quarzfäden aufgehängt. Diese Quarzfäden sollen möglichst dünn sein, um wenig Störungen einzuführen und haben eine Dicke von, ich glaube, 0,4 mm. Ursprünglich hatte man Klaviersaiten, also bessere Klaviersaiten, Stahlsaiten gewählt, aber mit Quarz geht das dann noch besser. Ein großes Problem bei einem erdgebundenen Observatorium ist die Anregung von Schwingungen durch seismische Einflüsse. Und da ist das Pendel wieder eine nützliche Sache. Denn während ein Pendel, jetzt wird es etwas experimental physikalisch, langsame Anregungen wirklich gut überträgt. Also Sie sehen, die gleiche Strecke, die ich hier oben hin und her gehe, die Testmasse folgt dieser Bewegung einfach. Ist ein Pendel gut geeignet zur Unterdrückung von hochfrequenten Anregungen. Jetzt passiert hier unten praktisch gar nichts. Und bei LIGO im aktuellen Design setzt man sogar mehrere Pendel hintereinander, um dafür zu sorgen, dass diese Unterdrückung noch besser wird. Aber es sei nicht verschwiegen, es gibt auch einen blöden Übergangsbereich. Jetzt mache ich hier oben ganz wenig und kriege hier unten bei der Resonanzfrequenz riesige Auslenkungen. Diesen Frequenzbereich muss man aktiv unterdrücken, sonst fliegen einem diese ganzen Resonatoren um die Ohren. Okay, das tut man, also beim Original-LIGO hat man Tauchspulen verwendet, auf die Testmassen waren kleine Magnete geklebt und diese kleinen Magnete haben dann Kräfte aufgenommen, die durch stromdurchflossene Spulen eingeführt worden sind. Das aktuelle LIGO verwendet nun elektrostatische Kräfte zwischen dem Testkörper und einer Resonanzmasse. Das ist die bessere Technik, weil so ein Magnet punktförmige Störungen auf die Masse einführt. Dann brauchen wir einen sehr guten Laser. Michelson hatte so etwas noch nicht. Der musste noch mit einer ordinären thermischen Lichtquelle arbeiten. Ein Laser liefert uns aber viel besseres Licht. Das Licht ist viel heller in eine bestimmte Richtung und ein gut konstruierter Laser liefert auch Licht, das sehr frequenzstabil ist. Sowas wollen wir haben und LIGO verwendet einen sogenannten Neodym-YAG-Laser. YAG steht für Yttrium-Aluminium-Granat. Das ist also ein Granatkristall, wo Yttrium- und Aluminiumatome diesen Kristall aufbauen oder mit aufbauen. Und das Ganze ist mit Neodym, mit Spuren von Neodym angereichert, dotiert, wie man sagt, und ergibt dann so einen Neodym-YAG-Kristall, der bei 1064 Nanometer, also in ganz nahen Infraroten, betrieben wird. Es handelt sich auch um eine spezielle geometrische Laseranordnung, um einen nicht-planaren Ringoszillator. Ich komme in einigen Folien drauf zurück. Der liefert etwa 2 Watt Laserleistung und wirkt als Seed-Laser, als Saatlaser. Dieses kleine, hochstabile Lasersignal wird dann nachfolgend noch auf 200 Watt verstärkt. Und im Interferometer, wir hatten ja schon zusätzliche Spiegel eingeführt, um das Licht länger in den Armen festzuhalten, spielen wir weitere Tricks. Wir stellen da zusätzliche Spiegel rein und vergrößern so die Leistung, die im Interferometer unterwegs ist, nochmal auf 750 Kilowatt. Das ist hier gezeigt, das sind zunächst die Arme des Interferometers, unser Strahlteiler, das sind die zusätzlichen Massen, die dazu führen, dass das Licht hier gefangen ist. Die Strichstärke veranschaulicht die Lichtintensität. Und jetzt stellen wir noch einen sogenannten Power Recycling Spiegel auf. Das Licht, das zum Laser zurück möchte, wird wieder ins Interferometer geworfen. Die Grafik ist von Wikipedia geklaut. Das ist ein Schreibfehler. Es müssten 200 Watt sein. Und hier stellen wir auch noch einen Spiegel auf. Der wirft das meiste Licht, das eigentlich zum Detektor möchte, auch wieder in das Interferometer zurück. Der Wunsch, möglichst viel Licht im Interferometer zu haben, hat damit zu tun, dass wir dann mehr Photonen im Interferometer haben und weniger
Rauschen durch die variable Anzahl von Photonen zu einer bestimmten Zeit in der Anordnung. Hier oben ist nochmal sind die beiden Observatorien in Hanford und Livington gezeigt mit diesen 3000 Kilometer Entfernung. Und das hier ist noch eine interessante Kurve, die zeigt das Rauschverhalten unseres Detektors. Wie empfindlich sind wir gegenüber diesen winzigen Auslenkungen, die wir beobachten wollen, bei einer bestimmten Frequenz? Uns interessiert vor allem das Frequenzband so um 100 Hertz bis einige 100 Hertz, weil das die charakteristischen Frequenzen sind, die am Ende, wenn die Gravitationswelle ganz stark wird, auftreten, wenn zwei massive Neutronensterne oder schwarze Löcher zusammenspiralen. Okay, und das ist also per Design hier so gemacht, dass das am besten ist. Hier unten wird es ganz schlecht. Das hat damit zu tun, dass wir mit der Pendelaufhängung langsame Frequenzen nicht gut unterdrücken können. Und hier oben wird es schlecht. Das hat damit zu tun, dass wir pro Zeiteinheit weniger Photonen zur Verfügung haben. Und auch damit, dass unser Interferometer ja viel länger ist, als wir vorgeben. Effektiv halten wir ja die Photonen so lange fest, dass das einer Armlänge von 1000 Kilometer entspricht. Und in der Zeit, die das Licht benötigt, um 1000 Kilometer zu durchmessen, wird sich die Phasenlage einer hochfrequenten Gravitationswelle schon wieder geändert haben. Das heißt, hochfrequente Gravitationswellen können wir mit unserer Anordnung irgendwann nicht mehr messen, weil wir den Effekt einfach wegmitteln. Und schließlich gibt es eine Menge Spikes, diese ganz schmalen Dinger hier. Das sind die sogenannten Violin Modes, nach einer Violine. Wir haben diese gespannten Fäden und die können bei bestimmten Eigenfrequenzen anfangen zu schwingen. Und deshalb sind wir in diesen Bereichen nicht so empfindlich wie in anderen Bereichen. Und schließlich gibt es auch 60 Hertz und Oberschwingungen. Das ist einfach der allgemeine elektromagnetische Untergrund. Bei uns in Europa liegt er bei 50 Hertz. Jede Stromleitung, die Strom durchflossen ist, mit Wechselstrom emittiert dieses Wechselfeld auch in den Raum. Und LIGO leidet darunter, dass eben diese 60 Hertz Brumm mit Obertönen, denn das ist keine harmonische Oszillation, sondern irgendein Brumm vorhanden ist und irgendwo in Verstärker einkoppelt und die Messungen stört. Deshalb haben wir auch hier diese elektrischen Spikes. So sieht es in Wirklichkeit aus. In Washington ist es ziemlich kahl. In Livingston befindet sich die Anlage schön im Wald. Das sieht schön aus, behagt aber den Gravitationswellenforschern gar nicht. Denn ein Wald ist eine ganz starke Quelle von seismischen Störungen. Da geht der Wind durch die Wipfel, da finden sogar, denn es ist ein kommerziell genutzter Wald, ständig irgendwelche Baumfällarbeiten statt. Das ist also ein ziemlicher Albtraum. Aber wenn man ein Instrument dieser Größe irgendwo aufstellen will, muss man auch Kompromisse machen. Und die National Science Foundation hatte halt die Möglichkeit, an dieses Gelände hier zu gelangen. Also ist das Interferometer da gebaut worden. Das hier ist die Zentraleinheit, wo der Laser steht, wo die Auswerteelektronik steht, der Strahlteiler. Und dann sind da diese beiden 4 Kilometer langen Arme, an deren Ende die Testmassen angebracht sind. Das sind die Röhren, die das Hochvakuum halten. Das sind gewickelte Stahlröhren, etwa Mannsdurchmesser. Die stehen aber nicht so nackig in der Gegend herum. Die sind da noch in Tunnels eingebaut, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen. Das hier ist also noch während der Aufbauphase fotografiert worden. Hier kommen wir noch kurz auf den Laser zurück. Der Laser ist ganz raffiniert, weil er anders als klassische Laser Resonator und laserverstärkendes Medium in einer Einheit ist. Das hier ist also dieser Neodym-Yak-Kristall und der ist gerade so groß, etwa wie mein Daumennagel, ist also winzig klein, sehr kompakt und Miniaturisierung erlaubt ja allgemein sehr gute Eigenschaften von mechanischen Systemen und so ist es hier auch. Ein klassischer stabilisierter Laser, ich habe Ihnen einen mitgebracht, Sie können den nachher rumgeben,
Den verwenden wir so für die Stabilisierung der Interferometer, der hochauflösenden Interferometer, die wir bei uns am Institut betreiben, allerdings nicht zur Gravitationswellenforschung, sondern um die chemische Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu messen. Auch nichts Billiges, aber Sie sehen, das ist kompliziert, das ist riesig. Da ist ein Glaskolben, in dem Glaskolben wird eine Gasentladung erzeugt, hier hinten sind Spiegel angebaut. Und wenn Sie das in so einem monolithischen Block haben, dann haben Sie schon eine viel bessere, stabilere Anordnung als mit so einem Monster. Hier innen sieht man auch den Weg, den das Licht nimmt. Das ist also per Totalreflexion, geht das hier hinten durch. Hier ist ein kleiner Knick. Dieses Dreieck ist also nicht planar. Wie gesagt, es handelt sich um einen nicht planaren Ringoszillator. Und dann gibt es hier noch ein paar Verstärkungsstufen. Wir schauen nochmal nach der Frequenzstabilität und regeln das gegebenenfalls nach. Und dann haben wir sogenannte Mode Cleaner. Das hat etwas zu tun mit der transversalen Intensitätsverteilung des Laserstrahls. Da möchte man eine ganz bestimmte, die Grundmode, die von so einem optischen Resonator unterstützt wird. Ein Laser besteht also im Wesentlichen aus einem verstärkenden Medium und einem Resonator, der eine bestimmte Anzahl von Wellenzügen auswählt. Einerseits gibt es longitudinale Moden, das heißt, Sie möchten immer eine bestimmte Anzahl von Wellen ist zugelassen in diesem Resonator. Die können Sie immer nur ändern, indem Sie eine weitere Welle dazu tun oder eine wegnehmen. Und in transversaler Richtung gibt es aber auch diskrete Bedingungen. Es gibt diskrete Moden, die sich da ausbilden können. Und man möchte die sogenannte TEM00-Mode haben. Das ist die allereinfachste Mode, bei der man einen schönen, gleichmäßigen Laserfleck, sage ich jetzt mal, salopp erhält. In der Praxis aufgebaut schaut es so aus, steht ein ganzes Labor voll. Hier hinten befindet sich irgendwo unser kleiner Saatlaser, da hinten ist die Frequenzstabilisierung, hier die anderen Verstärkungsstufen und da hinten geht es dann zum Interferometer. Ein kurzer Blick auf die Pendelaufhängung der Masse, das ist sehr kompliziert, man hat sich auch nicht gleich getraut, das so zu machen. Das ist also das Design von Advanced LIGO mit mehreren hintereinander gehängten Pendeln. Hier unten ist dann die eigentliche 40 Kilogramm schwere Testmasse. Im wahren Leben schaut es so aus, das hier ist also die Testmasse. Oben dran, was Sie sehen, ist diese Zwischenetage hier. Und das ist der Strahlteiler des Interferometers, der so merkwürdig verschmutzt aussieht, weil hier die optischen Komponenten zum Schutz vor Inbetriebnahme noch mit einem Schutzlack bedeckt sind. Diesen Lack kann man dann wie eine Haut abziehen, um Verschmutzungen zu vermeiden, geht man so vor, denn bei der hohen Laserleistung, die wir haben, würde jeder Schmutz auch dazu führen, dass sich das gleich einbrennt und wir irgendwelche optischen Probleme bekommen. Auch wenn LIGO in den Vordergrund getreten ist, weil die Entdeckungsbeobachtung von Gravitationswellen mit dieser Anlage gemacht worden ist, ist das nicht das einzige Gravitationswellenobservatorium. Es gibt eine Reihe weiterer Observatorien, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Auch in Deutschland, da gibt es das GEO 600, 600 steht für 600 Meter. Es war auch von Anfang an gedacht als Entwicklungsanlage für die Technologieentwicklung. Das war also nur eine Demonstrationsapparatur und viele der ausgefeilten Optimierungstechniken, die bei LIGO heute betrieben werden, wurden am GEO 600 entwickelt. Tatsächlich waren die Deutschen, kann man sagen, so in den 80er, 90er Jahren führend. Es gab auch den Vorschlag, ein großes Observatorium zu bauen. Es gab ein britisch-deutsches Konsortium. Aber Sie wissen ja, bei uns ist die schwarze Null immer das Allerwichtigste. Und so sind halt auch diese Nobelpreise in die Vereinigten Staaten gegangen. Die deutschen Wissenschaftler hätten da durchaus auch Chancen gehabt.
Die Italiener hatten auch ein bisschen Pech. Die haben das Virgo-Observatorium aufgebaut und waren eigentlich auch zeitig dran. Virgo steht in der Nähe von Pisa. Naja, und da hätte man sich denken können, da gibt es auch diesen schiefen Turm, dass der Baugrund schwierig ist. Und die hatten tatsächlich jahrelange Probleme, die dadurch entstanden, dass denen einfach ihre Interferometerarme versunken sind im Untergrund. Die mussten dann erst geeignet stabilisiert werden und das hat große Verzögerungen verursacht. Inzwischen hat Virgo aber auch schon die ersten erfolgreichen Beobachtungen zusammen mit LIGO absolviert. Auch die Japaner sind innovativ. Im Moment läuft zwar auch noch kein hochauflösendes Interferometer in Japan, aber die Japaner gehen neue Wege. Zum einen wollen sie ihr Interferometer nicht auf dem Erdboden bauen, wie die bisher existierenden Anlagen, sondern in einer Mine. Tief im Erdinnern haben sie seismisch viel ruhigere Bedingungen an der Erdoberfläche. In Japan vielleicht nicht immer, aber immer noch die meiste Zeit. Außerdem untersuchen sie die Möglichkeit der Kühlung der entscheidenden optischen Elemente. Auch die thermische Anregung dieser gespannten Seile ist nämlich ein Störfaktor. Da in dieser Empfindlichkeitskurve, die ich Ihnen gezeigt hatte, wo wir ganz unten bei 100 Hertz liegen, da ist der maßgebliche Störbeitrag das thermische Zittern von den Seilen, an denen das aufgehängt ist. Der kryogene Betrieb war ab 2019 geplant. Inzwischen ist die Rede von Ende 2019, aber die Japaner sind dran. Also so innerhalb von 1,5 Jahren wird dieses Ding aller Voraussicht nach in Betrieb gehen. Dann haben wir also schon diese beiden und die japanische Anlage Virgo, das kleine Testinterferometer Geo und schließlich ist in US-amerikanisch-indischer Kollaboration auch ein LIGO-Observatorium in Indien geplant. Ich hatte Ihnen schon im Zusammenhang mit den Weber-Zylindern erklärt, dass die Richtungsempfindlichkeit keine sehr ausgeprägte ist. Das ist eher so wie bei einem Mikrofon. Sie haben zwar so eine grobe Richtcharakteristik, aber Sie können nicht wie mit einem klassischen Teleskop an den Himmel gucken und in einer ganz bestimmten Richtung eine Galaxie oder einen Stern sehen. Die Empfindlichkeitscharakteristik von einem Interferometer, hier aufgetragen in derselben Art, wie man das für Mikrofone tut, das sind also die verschiedenen Richtungsachsen, ist eher so ein Donut. Wie können wir jetzt eine Richtungsinformation gewinnen? Hier ist es auch wieder essentiell, dass wir mehrere Laserinterferometer betreiben, denn dann können wir aus Laufzeitdifferenzen bestimmte Bänder am Himmel bestimmen, die als Quellregion in Frage kommen. Und wenn wir dann noch ein drittes dazu nehmen, das hier ist zusammen mit Virgo, dann bleibt schon nur noch so ein etwas kleinerer Fleck und es ist abzusehen, dass mit der Inbetriebnahme weiterer Observatorien also auch die Richtungsauflösung von Gravitationswellendetektoren sich weiter verbessern wird. Okay, nun zu den bisher beobachteten Ereignissen. Die charakteristische Form eines solchen Ereignisses ist bedingt durch den Zerfall der Bahn. Die beiden Körper strahlen Gravitationswellen ab, verbunden mit einem Energieverlust. Die Bahn wird enger, die Bewegung wird schneller, der Verlust durch Gravitationswellen wird stärker und wir bekommen dann diese typische Pulsform, einen sogenannten Chirp-Puls. Der fängt mit kleinen Amplituden und langen Wellenlängen an und dann nimmt die Frequenz zu und schließlich, wenn die beiden Objekte fast zusammengestürzt sind, dann haben wir hier diesen Peak und danach kommen wir dann in die Phase, wo das gebildete Objekt kurz noch nachschwingt. Das ist dann die Ringdown-Phase. Also zunehmende Amplitude und zunehmende Frequenz und dann wieder Stille. Das ist das, was wir bei solch einem Ereignis erwarten. Und bisher hat man, ich hatte mir das von der Caltech-Seite kurz vor Weihnachten geholt, deshalb steht da Happy Holidays oben drüber, bisher hat man diese Ereignisse beobachtet. Sie sehen hier die Zeit aufgetragen, nach oben die Frequenz und was wir jetzt erwarten, sind immer so L-förmige
Ereignisse. Das hier sind also die beobachteten Ereignisse. Zunächst ist die Welle zu schwach, um sie zu detektieren. Dann nimmt die Amplitude, hier als Helligkeit dargestellt, zu und die Frequenz, bis das Ganze dann im Ringdown abbricht. Eine echte Messung hat natürlich auch jede Menge Rauschen. Also dieses Geflicker hier außenrum ist der Rauschuntergrund der Messung. Ein Ereignis sieht interessant anders aus. All diese Ereignisse haben die Zeitskala einige Zehntelsekunden, während dieser Wellenzug hier einige 10 Sekunden lang beobachtet werden konnte. All diese Ereignisse sind Kollisionen schwarzer Löcher wirklich weit, weit draußen im Universum. Das hier ist der Zusammensturz zweier Neutronensterne in immer noch großer, aber vergleichsweise zu den anderen Ereignissen kleiner Entfernung. So sehen die beteiligten Massen der bisher beobachteten Ereignisse aus. Das sind also immer die beiden Ausgangsmassen und die gebildete Masse. Auch hier fällt das Neutronensternereignis wieder deutlich heraus. Und das ist eine lange Tabelle, die finden Sie bei Wikipedia. Wir brauchen uns da jetzt nicht im Detail durchquälen. Ich will nur darauf hinweisen, die Entfernungen sind ausnahmslos sehr, sehr groß. Hier gemessen in Einheiten von Megaparsec. Ein Megaparsec ist 3 Millionen Lichtjahre und in diesen Einheiten sind das dann noch Tausende. Lediglich unser Neutronensternereignis fand in unserer Nachbarschaft in 40 Megaparsec Entfernung statt. Aus der Formanalyse des Pulses kann man dann auch abschätzen, wie groß die Gesamtmasse der Körper war. Das ist diese Chirp-Maß. Man kann abschätzen, wie groß der Energieverlust ist, den die Gravitationswelle bewirkt hat. Die ist hier angegeben in Sonnenmassen. Und da sind also gleich einige Sonnenmassen, die umgesetzt werden in diese Raumkräuselung, die dann hinausläuft. Und schließlich kann man sogar etwas über den Drehimpuls sagen. Das ist sehr verwickelt, wenn zwei Neutronensterne oder schwarze Löcher einander umkreisen, die auch noch eine Eigendrehung haben, dann koppelt diese Eigendrehung mit der Bahndrehung und der Gravitationswelle zusammen und deshalb hat man da auch Möglichkeiten, diese Drehung zu rekonstruieren. Okay, ich möchte jetzt aber dieses Neutronensternsystem noch ein bisschen näher Ihnen vorstellen, weil das ganz besonders spannend ist. Wenn zwei schwarze Löcher kollidieren, dann sehen wir das zwar mit dem Gravitationswellendetektor, aber da ist keine Materie, da leuchtet nichts. Wir sehen also nur das Gravitationswellensignal und sonst nichts. Wenn zwei Neutronensterne kollidieren, zwei riesige Atomkerne, dann entsteht ein Feuerwerk an Kernreaktionen und dann haben wir auch optische und Radio- und ultraviolette Signale zu erwarten. Und genauso ist es auch beobachtet worden. 1,7 Sekunden nachdem das Gravitationswellenereignis stattgefunden hatte, hat der Fermi-Satellit, das ist ein Gammastrahlenobservatorium, auch einen Gamma-Blitz gesehen, einen sogenannten Gamma-Ray-Burster, GRB, genannt. Und nachfolgend konnte man auch in anderen Spektralbereichen das Ereignis wiederfinden. Man nennt das jetzt eine Kilonova, ein Aufblitzen, das noch deutlich heller ist als eine normale Nova und dessen Aufblitzen gespeist wird durch die Kernreaktionen, die im Moment des Zusammensturzes stattfinden. Hier ist nochmal eine Übersicht über die verschiedenen Beobachtungen. Ganz oben die Gravitationswellenbeobachtung und dann in verschiedenen Spektralbereichen von Gammastrahlen bis zum Radiobereich Beobachtungen desselben Objektes. Der Wert einer solchen Multi-Messenger-Astronomie genannten Beobachtung ist, dass man die physikalischen Bedingungen besser versteht, wenn man das Objekt, wenn man unterschiedliche Aspekte von dem Ereignis in ganz unterschiedlichen Wellenlängenbereichen detektieren kann. Okay, diese Neutronensternkollision erweist sich auch als wichtige Quelle von chemischen Elementen. Darauf möchte ich kurz eingehen. Das hier ist die Häufigkeit der chemischen Elemente, wie wir sie in unserer kosmischen Nachbarschaft festgestellt
feststellen können, das hier ist eine logarithmische Achse, also immer ein Faktor 10 mehr. Und Sie sehen, das häufigste chemische Element ist Wasserstoff, Entschuldigung, gefolgt von Helium. Und diese leichten chemischen Elemente, die wurden schon ganz früh im heißen Kosmos erzeugt. Alles Übrige aber, hinter Lithium ist auch primordial in dieser frühen Phase gebildet worden, aber alle schwereren Elemente verdanken wir den Sternen. Sterne unterhalten in ihrem Inneren Kernfusionsprozesse, so erzeugen sie ihre Energie. Und im Verlauf dieser Kernfusion von leichten zu schweren Kernen werden dann eben die chemischen Elemente gebildet, die dann am Ende des Sternlebens, wenn der Stern dann explodiert und das Material wieder dem interstellaren Medium beigemischt wird, die dann nachfolgenden Sterngenerationen gleich zur Verfügung stehen. Hier ist eine andere Darstellung des Periodensystems. Die stabilen Kerne, das sind diese schwarzen Punkte, sind hier aufgetragen nach der Anzahl der Protonen, die sie enthalten, der Anzahl der Neutronen. Das gibt dann so eine gekrümmte Linie, weil massereiche Kerne mehr Neutronen enthalten müssen. Neutronen sind sozusagen der ladungsneutrale Kitt, um diese großen Kerne gegen die elektrostatische Abstoßung der Protonen beisammen zu halten. Und man ist jetzt der Meinung, dass man mit der Kernfusion, die während des normalen Sternlebens stattfindet, so bis zum Eisen kommt, weil Eisen pro Kernbaustein die größte Bindungsdichte hat. Wenn man noch schwerere Elemente erzeugen will, dann ist man wirklich auf irgendwelche katastrophischen Szenarien angewiesen, wo der sogenannte R-Prozess funktionieren kann. R steht für Rapid, gemeint ist die schnelle Anlagerung von Neutronen auf einen Kern, so schnell, dass weitere Neutronen angelagert werden, ehe dieser Kern die Gelegenheit hat zu zerfallen. Man braucht also dafür Umgebungen mit sehr hohen Neutronendichten. Und damit kann man dann zunächst Elemente entlang dieser Linie aufbauen, die dann im Anschluss wieder in Richtung zu diesem sogenannten Tal der Stabilität hin zerfallen und die schweren chemischen Elemente bilden. Diese Grafik hier sagt noch, ach, das wird in der Regel in Supernova-Explosionen passieren. Hier hat aber in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Man ist immer besser in der Lage, mit leistungsfähigen Rechnungen das, was in einer Supernova-Explosion passiert, nachzuvollziehen. Und es stellt sich heraus, dass die Neutronenflüsse, die man braucht, zu klein sind. Supernovae können nicht die Quelle für diese R-Prozesselemente weiter draußen, weiter hinter dem Eisen sein. Ja, was dann? Es sind unsere Neutronensternkollisionen und das kann man inzwischen auch durchrechnen. Hier ist gezeigt, wie das Material in so einer Neutronensternkollision, das hier ist in weiß gekennzeichnet, ist Material von dieser Komponente, in schwarz gekennzeichnet Material von der Komponente, das verarbeitet wird durch den R-Prozess zu schweren Elementen und diese schweren Elemente, die können sich dann am Ende auch aus diesem Inferno befreien und werden dann schließlich dem interstellaren Medium wieder beigemischt. Und das hier ist eine aktuelle Landkarte des chemischen Periodensystems, wo also gezeigt wird, wo diese Neutronensternkollisionen maßgeblich sind für die Erzeugung von chemischen Elementen. Und Sie sehen, es sind nicht die Supernovae. Bei den schweren Elementen, Platin, Gold, Wismut und so weiter, sind es die Neutronensterne, die maßgeblich beitragen. Wenn Sie unsere Veranstaltungen regelmäßig besuchen, dann wissen Sie schon, wir scheuen keine Kosten und Mühen, um Ihnen das Universum nahezubringen. Und ich habe Ihnen heute Abend ein Stück Neutronensternschlacke mitgebracht, wenn es sich nicht durch meine Tasche hindurch gebrannt hat. Und noch da ist, habe ich es hier. Das ist ein Stück elementares, hochreines Wismut. Wismut ist ein Schwermetall, ist sehr schwer, glänzt auch schön. Ich lasse es gleich durch die Reihen gehen. Sie müssen sich nicht sorgen, auch wenn es ein Schwermetall ist, ist es praktisch ungiftig.
viel weniger bedenklich als etwa Blei. Und während es herumgeht, bitte strapazieren Sie Ihr Vorstellungsvermögen. Stellen Sie sich vor, welche unglaubliche Reise die Atomkerne hinter sich haben, die hier beisammen sind. Die wurden vor ewigen Zeiten, vor Milliarden von Jahren, bei solchen Neutronenstern-Kollisionen in diesem Inferno gebildet, dann hinausgeschleudert ins interstellare Material, wo sie dann wieder Millionen oder Milliarden Jahre herumgeisterten, bis schließlich einige von ihnen in den Urnebel gerieten, der einstmals unsere Sonne und unsere Planeten bilden sollte. Und dann zu guter Letzt per China Post aus China zu mir, ist also eine ganz, per eBay habe ich das erworben, ist also eine ganz unglaubliche Reise. Vor ein paar Jahren hätte ich Ihnen noch die Weisheit mitgegeben, dass Wismut auch das letzte stabile chemische Element ist. Der schwerste Atomkern, der noch nicht radioaktiv ist, aber man hat herausgefunden inzwischen, dass das nicht stimmt. Die Lebensdauer von Wismutkernen ist zwar sehr groß, ein Wismutkern lebt etwa 1 Milliarde Mal länger als die bisherige Lebensspanne unseres Universums, aber stabil ist er nicht. Und weil hier sehr viele Wismutkerne beisammen sind, können Sie erwarten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dass in dieser Probe etwa alle halbe Stunde ein Wismutkern zerfällt. Er sendet dabei einen Heliumkern aus und wandelt sich in Tellurium wird es dann wohl sein, um diesen Heliumkern nennt man in dem Zusammenhang von Radioaktivität dann ein Alpha-Teilchen. Okay. Ein Problem bleibt uns allerdings noch. Dieses Problem hat damit zu tun, dass Neutronenstern-Kollisionen viel seltener sind als Supernovae. Auf 1000 Supernovae-Ereignissen können Sie etwa in einer Milchstraße einen Neutronenstern-Merger erwarten. Das heißt, wir müssen in diesen Ereignissen, das passt auch zusammen mit den Rechnungen, die man macht, jeweils sehr große Mengen von schweren Elementen erzeugen. In einer typischen Neutronensternkollision werden etwa 70 Erdmassen Gold erzeugt, beispielsweise. Und wenn Sie das jetzt sich vorstellen, das geschieht in irgendeiner lokalen Region der Milchstraße, dann würde das den Edelmetallmarkt im galaktischen Imperium total zerrütten und durcheinander bringen. Und außerdem dazu führen, dass die Astronomen in unterschiedlichen Bereichen der Milchstraße ganz unterschiedliche Mengen von schweren Elementen beobachten müssten. Man kann auch spektroskopisch einige dieser Elemente aus der Ferne beobachten. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Die Neutronensternkollision beschleunigt die entstandenen Kerne auch auf sehr hohe Geschwindigkeiten. Die breiten sich dann etwa mit Geschwindigkeiten von 10-20% der Lichtgeschwindigkeit aus und folgen auf Spiralbahnen den großen Magnetfeldern, die sich im Milchstraßensystem ausbreiten. Und das heißt, es wird zwar sehr viel Material erzeugt, aber das wird dann auch über einen ganz großen Bereich, praktisch über das ganze Milchstraßensystem verteilt. Schließlich ist es interessant, sich bei dieser kleinen Probe klarzumachen, wie viele Neutronensternkollisionen haben eigentlich beigetragen zur Entstehung der Atomkerne in dieser kleinen Probe. Bei den Japanern gibt es eine sehr schöne Webseite über die aktuellen Vorstellungen zur Nukleosynthese und man nimmt an, dass es etwa 1 Million Neutronensternpaare waren, deren Kollisionen die schweren Elemente erzeugt haben, die wir heute im Sonnensystem finden. Das heißt, gemessen an der Zahl von Atomen, die da in dieser Probe sind, ist das doch nur endlich viel. Viele dieser Atomkerne wurden gemeinsam geboren, haben dann unterschiedliche abenteuerliche Reisen durch die Milchstraße gemacht und sich dann schließlich in diesem Klümpchen Metall wieder getroffen. Okay, zu guter Letzt, was können wir erwarten für die nahe Zukunft? Da man inzwischen
Ereignisse beobachtet hat, ist dieses Forschungsfeld jetzt im Fokus des Interesses und alle beteiligten Gruppen basteln derzeit daran, die bestehenden Detektoren noch empfindlicher zu machen. LIGO ist nach einer Phase von Umbauarbeiten gerade wieder eingeschaltet worden und läuft jetzt wieder im Beobachtungsmodus, aber es sind schon weitere Verbesserungen geplant. Das hier ist die maximale Entfernung, bis zu der man hofft, so einen Neutronenstern-Merger nachweisen zu können. Und schon bald will man da bis 200 Millionen Parsec weit hinausschauen. Und auch Virgo und Kagra sollen besser werden als momentan. Und schließlich noch ein Blick in das Frequenzspektrum der Gravitationswellen. Bodengebunden sind uns praktisch nur diese Paare von stellaren Massen zugänglich, also schwarze Löcher oder Neutronensterne im stellaren Massenbereich, weil wir bei ganz niedrigen Frequenzen nicht empfindlich sind, weil da die seismischen Störungen durch unsere Pendelaufhängung einfach hindurchgehen. Aber mit weltraumgestützten Interferometern, die frei sind von seismischen Störungen, wäre es möglich, niederfrequente Gravitationswellen nachzuweisen. Und man stellt sich vor, dass bei der Gelegenheit, dass ein großes schwarzes Loch, das Millionen von Sonnenmassen wiegt, solche schwarzen Löcher gibt es in den Zentren von Milchstraßensystemen typischerweise, wenn das ein kleines schwarzes Loch oder einen Stern verschlingt, dass es dann diese langfrequenten Gravitationswellen gibt. Es könnte auch sein, dass wirklich zwei dieser super großen schwarzen Löcher, galaktischen schwarzen Löcher, zusammenstoßen. Das führt uns dann hier in diesen Frequenzbereich, den wir einerseits mit weltraumgestützten Interferometern abdecken können, andererseits mit der Methode des Pulsar-Timings. Die Pulsare hatte ich Ihnen das letzte Mal schon vorgestellt. Das waren diese ganz regelmäßigen Leuchtfeuer von Radiowellen. Dahinter stehen rotierende Neutronensterne. Und wir beobachten diese Pulsare in großer Zahl am Himmel unter unterschiedlichen Richtungen. Wenn jetzt eine ganz langwellige Gravitationswelle über uns am Ort der Erde hinwegstreicht, dann würden wir bestimmte korrelierte Muster in den beobachteten Gangraten dieser Pulsare erwarten. Und das versucht man im Moment zu finden und da die Methoden zu verfeinern, könnte sein, dass man innerhalb der nächsten Jahre damit auch zum Ziel kommt. Ich hatte vergessen zu erwähnen, bei den weltraumgebundenen Experimenten, eine Pathfinder-Mission ist schon geflogen. Die ESA hatte ein LISA-Pathfinder-Experiment, bei dem die grundsätzliche Technik ausprobiert wurde. Leider hat die NASA sich wegen Budgetkürzungen weitgehend zurückgezogen. Kann aber sein, dass diese Entscheidung wieder revidiert wird, jetzt da das erdgebundene LIGO ja Gravitationswellen beobachtet hat. Falls die NASA nicht wieder an Bord kommt, sind die Europäer entschlossen, das im Alleingang zu machen. Wird aber noch eine Weile dauern, bis in die 2030er Jahre hinein, bis dieses weltraumgestützte Interferometer, da werden dann die Arme viele Millionen Kilometer lang sein, in Betrieb gehen kann. Und schließlich bei noch tieferen Frequenzen können wir vielleicht exotische Quellen von Gravitationswellen beobachten, die entstanden sein könnten in der ganz frühen Phase des Universums. Tatsächlich gab es schon vor einer Weile Erfolgsmeldungen. Man dachte, man könnte in bestimmten Anisotropien der kosmischen Hintergrundstrahlung, dieser Reststrahlung des Urknalls, Hinweise darauf finden, dass Gravitationswellen dieses beobachtete Helligkeitsmuster beeinflussen. Die Autoren mussten dann aber zurückrudern. Im Moment ist man noch nicht ganz da bei der benötigten Empfindlichkeit in der Messung der Hintergrundstrahlung, aber auch hier ist abzusehen, dass in naher Zukunft Beobachtungen gemacht werden und die Gravitationswellen, die ganz früh im Kosmos
entstanden sind, als das noch ein heißes, brodelndes Inferno war, beobachtet werden können. Gut, damit bin ich dann am Ende. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die ganze Geschichte zu den Gravitationswellen. Applaus